Gut, dann herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Solange der Paul das Ganze hier jetzt nochmal ready macht. Was euch heute so ein bisschen erwartet, ist so ein wilder Ritt letztendlich. Wir erzählen euch erstmal so ein bisschen was wir als Seibert Media überhaupt machen, wo wir herkommen, weil dieses, wo wir herkommen, halt auch sehr wichtig ist für das, wo wir quasi jetzt sind und wie wir die Sachen heute machen. Der Paul und ich, wir sind so eine gute Mischung aus Jung und Alt, wie der Johannes das schon ein bisschen gesagt hat. Darf man auch so sagen? Vielleicht jung und alt nicht von unserem jetzt physischen Alter, da ist der Paul gar nicht so weit, zum Glück mir voraus. Also ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr bei Seibert Media dabei als Scrum Master, während der Paul schon merklich länger dabei ist, letztendlich schon seit 16 Jahre, seit 16 Jahren, genau. Deswegen wird er euch dann nachher ein bisschen mehr sozusagen über die Entwicklung und über die Geschichte auch letztendlich so erzählen. Und ich fange jetzt einfach mal direkt mal so ein bisschen an, letztendlich. Gut, wichtig ist uns vor allem, uns ist Interaktion super wichtig. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen zwischenrein habt, einfach reingrätschen, meldet euch. Ist nur super wichtig, dass ihr, wenn ihr eine Frage stellt, die über das Mikrofon macht, weil wir zeichnen das ja quasi alles auf und was nicht übers Mikrofon läuft, das landet halt am Ende auch nirgendwo. Deswegen wäre einfach nett, Hand heben, dann können wir euch direkt reinnehmen und keine Hemmungen. Also wir sind auch total zufrieden damit, wenn wir hier mit 20 Fragen vollgeballert werden, kommen wir auch mit klar. Wir machen das alles ganz im Flow. So, Paul? Ja, ich glaube, wir sind gerade dabei, noch die Slides herzuholen irgendwie und einen anderen Adapter auszuprobieren. Aha. Da ist schon mal Abhilfe, danke dir. Ich probiere es mal hier drüben aus. Gut. Ein bisschen jetzt diese Spannung jetzt noch. Ne? Vielleicht darf ich auch nicht auf dem Kabel rumstehen, ich weiß es nicht genau. Jetzt fehlen uns unsere ganzen Impressionen. Da müssen wir alles über die Tonspur machen. Nee, das ist kein Chrome OS. Ich bin mir sicher, mit Chrome OS würde das hervorragend funktionieren. Das ist ganz klar. Ah, ich glaube, der Johannes schaut mal weiter und wir erzählen was. Genau. Genau, also vielleicht zum Einstieg die Frage erstmal, was tun wir überhaupt? Wer von euch kennt unsere Firma, so ein bisschen, was wir tun oder nicht? Ja, schon sehr der schön. Großteil. Ja, insofern vielleicht für die, die uns nicht kennen, trotzdem ein ganz kurzer Abriss. Ursprünglich sind wir mal als Agentur eigentlich irgendwann an den Start gegangen. Also der Martin Seibert ist durch die Fußgängerzone gelaufen 1996 und hat Firmen davon überzeugt, dass sie doch eigentlich endlich mal online gehen müssten, ne? Und hat sozusagen Website-Projekte akquiriert, hat dann irgendwann festgestellt, so dass das eigene Coden von Webseiten nicht unbedingt seine Stärke ist und so ist dann sein Bruder mit dazugekommen, Gott sei Dank. Und sagen, so ist die Firma, hat sich entwickelt Richtung Agentur und von Zeit zu Zeit ist aber das Thema Kollaboration für uns immer wichtiger geworden und da werden wir auch heute ein bisschen drüber sprechen, wie diese ganze Entwicklung sich so abgezeichnet hat. Das heißt, aus dem Agenturgeschäft raus, Softwareprojekte immer komplexer irgendwann gemacht und dann kam das Thema irgendwann auf, Wikis, Kollaboration zu stärken und wir haben einen immer größeren Anteil in dem Bereich sozusagen an Projekten gehabt und wir haben gleichzeitig aber ab 2007, 2008 die ersten Berührungspunkte mit agilen Vorgehensweisen gehabt und das sieht schon mal besser aus. Sehr gut. Muss noch rüberziehen, warte mal. Lass mich gerade mal ganz kurz. Genau. Dankeschön. Danke, Sophie. Danke dir. Rip. Schauen wir. Dum, 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 dum. Ja, genau. Yay. Und genau, das heißt, wir haben nach und nach uns immer mehr mit dem Bereich Kollaboration beschäftigt und haben dann 2014 rum unsere Vision auch letztendlich für uns neu definiert. Ja? Vorher ging es uns darum, intensiv unsere Kunden zu begleiten durch die Softwareentwicklung, die wir gemacht haben und deren Business sozusagen erfolgreicher zu machen. Und unser Schwenk war dann letztendlich komplett auf die Zusammenarbeit innerhalb von Organisationen zu setzen.
Ja, das heißt, ab und zu haben wir das nochmal, dass Leute aus der Region ja sagen, ja, Cybert Media ist hier so eine Agentur aus Wiesbaden. Das ist ein Begriff, den wir gar nicht gerne hören. Ja? Weil letztendlich sind wir quasi ein Partner dafür, die Zusammenarbeit in Organisationen zu verbessern. Und dabei sind übrigens auch Agenturen heute eine typische Zielgruppe, auch von uns, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, wir unterstützen auch Agenturen, in der Zusammenarbeit besser zu werden. Was sind da so konkrete Dinge, die wir tun? Ja, Jira, Confluence und so weiter, habt ihr alle schon mal gehört. Agile Hive, Linchpin, haben wir auch draußen Produktstände. G Suite führen wir in Organisationen ein und möchten eigentlich quasi durch das Tooling auch Zusammenarbeit unterstützen. Uns ist bewusst, dass Tooling kein Allheilmittel ist, sondern dass es immer auch ein Verständnis davon, wie Zusammenarbeit erfolgreich funktionieren kann, ist. Und deswegen arbeiten wir viel auch zusammen, zum Beispiel mit Kollaborationsberatungen auch, Kommunikationsberatungen, mit agilen Coaches, um sozusagen letztendlich ein Enabler zu sein durch das Tooling für die Transformation, die dort getrieben wird. Wenn man sich so die Firmenentwicklung anschaut, ich habe schon mal vorhin kurz erzählt, ja, wie der Martin durch die Fußgängerzone getingelt ist und super agil war, alleine. Ja. Da kam sein Bruder rein und sind immer ein bisschen mehr Mitarbeiter geworden. Anfang der 2000er kam dann mal so Extreme Programming als Thema auch mit auf. Je mehr Leute es aber wurden, und so 2005, 2006 waren wir dann so 30 Leute rum, hat sich so eine Struktur rausgebildet. Ja, wir haben so eine klassisch angefangene Pyramide rauszubilden, einmal Geschäftsführung, dann Bereichsleitung drunter und in Teilen schon, da wo viele Leute waren, das war insbesondere in der Entwicklung, gab es dann Gruppenleiter, Frontend und Backend, also ganz klassisch letztendlich fachlich eingeteilt. Und das hat letztendlich hier quasi unsere Agilität zum Droppen gebracht. Wir waren damals sehr inspiriert von dem Herrn Malik zum Beispiel aus St. Gallen. Ja, es war so klassisch BWL, ja, wenn man da mal guckt, was er für Statements zum Thema Motivation oder so abgibt, dann ja, war das ein sehr starkes Gegenmodell zu dem, wie wir heute leben und zusammenarbeiten. Aber zum Glück erste Berührungspunkte dann mit Agilität, eigentlich so 7-8 rum auch gehabt und 2009 die erste größere Scrum-Schulung bei uns gemacht. Wir haben dann 2010 eine Tochtergesellschaft ausgegründet und haben auf eigenes Invest letztendlich ein Geschäftsmodell aufgebaut. Und in diesem Setup haben wir gemeinsam gesagt, dass wir gerne einmal Scrum by the Book letztendlich erleben wollen. Konkret war das so, dass der Jo, der auch gestern in der Culture Lounge ja gesprochen hat, auch im Product Owner Training war oder Scrum Master Training und zurückkam und gesagt hat, also das, was wir gemacht haben bisher, das sind zwar so einzelne Elemente, Stand-up irgendwie gemacht, wir haben auf einmal das irgendwie Backlog genannt und so weiter, aber es hat eigentlich nichts mit der Idee von Scrum zu tun und mit der Art, wie zusammengearbeitet werden sollte. Also sind wir hingegangen, es gibt von der Scrum Alliance, gibt so ein Vertragswerk, das man unterzeichnen kann und haben also gesagt, Scrum Master, Product Owner, Team, Stakeholder unterschreiben jeweils, dass wir uns jetzt für ein Zeitfenster von 3 Monaten quasi mal so richtig committen darauf, gemeinsam Scrum by the Book zu machen. Und das haben wir dann auch getan. Wir sind sehr, sehr viel gestrauchelt auch in der ersten Zeit, muss man sagen. Aber es hat sehr, sehr viele positive Seiten auch gehabt. Und wir haben uns damals auch, ich weiß nicht, wer hier sind ja einige agile Urgesteine auch mit dabei, ja. So 2010 rum haben wir uns eigentlich sehr stark auch in Richtung agile Community dann frühzeitig zum Glück geöffnet und haben hier in der Agile User Group uns viel auch eingebracht und haben dadurch halt super Unterstützung auf dem Weg erfahren. Was, glaube ich, da ja auch irgendwie wichtig ist, ne, dass wir sozusagen von Anfang an oder zumindest auf jeden Fall ab 2009 auch wirklich alle, also auch die Geschäftsführer, auch die Gesellschafter, alle, die drin sind, da Bock drauf hatten letztendlich. Und dass das wirklich eine gemeinsame Entwicklung war, die wir wirklich alle gemeinsam sozusagen getragen haben. Ich war ja noch nicht dabei. Und es dementsprechend auch dann relativ steil dann auch bergab ging, weil da halt wirklich auch alle Bock drauf hatten. Am Anfang natürlich nicht alle, ne, wie es halt oft so ist, aber letztendlich da doch schon ein sehr gutes gemeinsames Verständnis da auch schon gab. Ich werde jetzt mal erstmal so diesen ersten Teil so ein bisschen beschreiben, was für uns anders war in diesem agilen Setup. Und dann wollen wir aber insbesondere auch bei dem Thema heute jetzt auf auch die agile Organisation eingehen. Also das, was sich ab 2015 bei uns getan hat. Weil wir heute auch immer noch sehen, dass viel zwar auf Team- und Projektebene gemacht wird, aber dann irgendwann sozusagen eine Grenze erreicht wird, wenn es um die Agilisierung der Organisation auch geht. Ja? Klar, ihr kennt das alles, ne? Irgendwie Entwicklung mit Scrum, das brauchen wir
hier nicht groß erklären. Was für uns halt damals neu war, war einfach auch das Setup der interdisziplinären Teams. Ja, war vorher, wie gesagt, alles funktional eingeteilt, auch entsprechend gesessen in den Räumlichkeiten. Das war das erste Team, wo wir in einem Teamraum gesessen haben. Das erste war, dass wir mit damals aber auch physischem Taskboard dann gearbeitet haben. Ja, und entsprechend alle Arbeitsschritte transparent gemacht haben. Dann für uns auch ein neues Thema war einfach so das Bild von dem T-Shaped-Mitarbeiter. Ne? Wir haben vorher sehr effizienzorientiert uns aufgestellt. Das heißt, wenn jemand jetzt Spezialist für ein Thema war, dann haben wir versucht, dass der immer möglichst viel seiner Zeit mit diesem Thema verbringt. Und was wir uns über tatsächlich damals auch über das Wort, über das Board gehängt haben, war so das Mantra, jeder macht alles. Und es war ein kompletter Bruch mit dem, wie wir vorher gearbeitet haben. Also es war undenkbar. Und das hat auch erstmal tatsächlich einige Vorbehalte aufgebracht, eher in anderen, also mit Leuten, die außerhalb unseres Teams waren, dass die halt gesagt haben, nee, das funktioniert doch gar nicht, wie soll das gehen und so weiter. Aber wir haben halt im Team bei uns gemerkt, wie wichtig das ist, wenn man wirklich alle zwei Wochen liefern will, dass jeder sich dafür einbringt, in dem Moment, was er jetzt gerade am sinnvollsten beitragen kann. Und wenn der Designer jetzt halt dann testet oder mit Anforderungen schreibt oder was auch immer gerade gebraucht wird, ja, dass man halt wirklich sich da einbringt, wo gerade der Need ist und wo der größte Engpass ist, um es zu schaffen, in dieser kurzen Zeit auch wirklich funktionierende, potenziell auslieferbare Software-Inkremente rauszubringen. Ja, das heißt, auch der Spezialist für Datenbankadministration hat verschiedenste Fähigkeiten entwickelt, ja, beliebt auch, ne, bei den Backend-Entwicklern, die haben jahrelang nur Java gemacht und sie haben jetzt auf einmal wieder angefangen, HTML und CSS zu machen oder so. Ja, also da sich wirklich breiter aufzustellen. Aber viel wichtiger eigentlich in dem Kontext noch, Double T-Shaped, ja, dass wir ganz viel lernen mussten, wie man im Team eigentlich miteinander kommuniziert und miteinander umgeht. Ja, was ich mir, also wenn wir so ein Best-of machen könnten der größten Streitigkeiten und der größten Teamskandale, die wir so hatten, dann wäre das auch eine endlose Story. Also nicht falsch verstehen. Ne? Also wir werden manchmal gefragt, ja, wie ging das wirklich alles so einfach und so toll? Das ist überhaupt nicht die Message, die wir transportieren wollten, ja? Sondern es ist wirklich so, dass wir alles, was ihr vielleicht an Problemen erlebt bei euch im Alltag, dass die genauso bei uns aufgekommen sind und ja, am Ende immer gucken mussten, wie kommen wir darüber hinweg. Und hier stehen auch schon ein paar Sachen, mit denen wir uns halt beschäftigt haben, die da eine wichtige Rolle spielen. Ne? Also auch sowas wie gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, um mal eine Reflexion über Kommunikation in Teams zu reflektieren. Wir haben uns auch mit so Persönlichkeitsprofilen, mit HBDI, Insights und Co. beschäftigt, um mal drüber nachzudenken, wie agiere ich eigentlich in einem Teamsetting und wann bin ich förderlich vielleicht auch für ein Teamkonstrukt und wann eher hinderlich. Aber auch Kreativitätstechniken und anderes gehört dazu. Und das haben wir alles letztendlich ausgebildet. Wichtig natürlich auch dieses Thema Agile Coaches, war für uns eine komplett neue Rolle. Am Anfang war es sogar so, das darf man eigentlich heute keinem mehr erzählen, aber am Anfang war so die Devise, das dürfen keine Profit-Mitarbeiter sein. Wir waren jetzt sehr dienstleistungslastig aufgestellt und das heißt, wir haben eine Zeit lang wirklich darauf geachtet, dass die Leute, die Retrospektiven und sowas bei uns moderiert haben, dass es keine Leute sind, die als Berater zum Beispiel oder sonst wie auf Kunden hätten arbeiten können. Könnt ihr euch vorstellen, dass es jetzt nicht unbedingt das Zuträglichste dafür ist, wenn man halt gute Retrospektiven und sowas haben möchte, sondern man vielleicht auf andere Sachen stärker achten sollte. Aber es war in der Anfangsphase noch so eine Geschichte. Aber wichtig war halt, dass wir wirklich gelernt, alles was Moderationsskills angeht, ja wirklich als Gruppenarbeit auch dynamisch Workshops zu machen. Das sind alles Dinge, die wir erst dann in dieser Phase ab 2010 letztendlich gelernt haben. Super wichtig auch, und das leitet eigentlich auch schon oder bereitet schon so ein bisschen den Boden für das, was später bei uns mit der Agile Org dann auch passiert ist, ist so das Thema Entscheidungsfindung. Ja, weil wir haben vorher immer klar unsere Pyramide gehabt, wenn es um Entscheidungen ging. Das heißt, wir durften ganz viel lernen, wie man in einem agilen Kontext schnell zu Entscheidungen kommen kann. Das Einfachste, deswegen ist auch da abgebildet, ne, ist sowas wie ein Thumb-Voting. Ne? Das heißt, man Stand-up irgendwie, man stehen eh alle zusammen, es ist irgendeine Entscheidung zu treffen, also einmal kurz die Daumen raus, ja, es wird ein Vorschlag gemacht, wie wir vorgehen und dann wird entweder gesagt, ja, ich stimme zu, ich gehe mit, wenn ihr das sozusagen so haben möchtet oder ich lege ein Veto ein
Und es darf halt entsprechend kein Veto geben, damit eine Entscheidung angenommen wird. Ja, Veto immer begründet auch, dann kann man nochmal eventuell drüber diskutieren. Aber das ist sowas, was wir damals in der Zeit als ein schnelles Entscheidungsverfahren gelernt haben, für so Dinge auch wie Urlaubsanträge oder sonstiges, die vorher beim Bereichsleiter lagen, die sind super schnell im Rahmen des Stand-Ups dann einfach geklärt worden. Und dann war das Ding gegessen. Heute immer noch für uns zum Beispiel beim Hiring, weil wir haben das halt quasi so umgestellt, dass die Teams dann auch die Einstellungen selbst vornehmen. In der Regel sind bei uns bei Vorstellungsgesprächen auch 7, 8, 9 Leute mit am Start. Ja, das heißt, das ganze Team kann halt dazukommen, dann sind noch 1, 2 Leute aus dem Personal vielleicht mit dabei. Und entsprechend danach gibt es eine kleine Runde, ja, wo sich alle wieder auch in den Kreis stellen und dann auch ein Thumbvoting durchgeführt wird. In dem Fall gehen wir halt einmal die Runde durch. Ja? Jeder gibt einen Daumen. Ist gerade auch für Leute befremdlich, die gerade mal 2, 3 Tage da sind und dann schon mit in das Hiring auch quasi involviert sind für die nächste Person. Und auch dort gilt, ja, egal ob der jetzt der Geschäftsführer ist oder ob das irgendein anderes Teammember ist, ja, gleiches Stimmrecht am Ende. Ne? Und das ist so eines der Dinge, die wir da mitgenommen haben. Ja, hier sind noch ein paar andere Entscheidungsverfahren drauf. Das Spannende ist wirklich, als wir da 2010 mit so in das Thema reingerutscht sind, dass wir alle nur so Mehrheitsentscheid kannten. Ne? Wenn man eben gefragt hat, so, was machen wir denn, hat man geguckt, was will denn die Mehrheit. Und hier seht ihr eine ganze Reihe an Entscheidungsverfahren, wo auch hier Mehrheitsentscheid dabei ist. Aber die ganzen anderen, die haben wir eigentlich erst überhaupt durch die Beschäftigung damit kennengelernt. Willst du eins vielleicht hier noch rausgreifen und kurz erwähnen? Genau, ja. Also der Witz ist so ein bisschen dran. Die spannende Frage ist ja auch, welche Entscheidungsform ist denn für welche Art von Problem letztendlich das am sinnvollsten? Und wir haben zum Beispiel gemerkt, ne, wenn es wirklich wichtig ist, dass alle abgeholt sind, dass wirklich jeder auch das Gefühl hat, dass er einen wirklich guten Anteil an der Entscheidung hatte, da gucken wir zum Beispiel, dass wir das mit dem systemischen Konsensieren machen letztendlich. Das ist so ein bisschen wie so eine Widerstandsmessung. Man hat so verschiedene Alternativen, die man sich vorher dann in der Gruppe überlegt und dann kann jeder auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie schlecht er die findet. Und dann guckt man, was so im Endeffekt so, man guckt dann im Endeffekt, was ergeben die Zahlen zusammen und entscheidet sich dann letztendlich für die, die einfach den wenigsten Widerstand letztendlich hat. Wenn da jemand dabei ist, also da tragen wir dann auch mal jemanden mit, der vielleicht halt eine 10 dagegen hat, wenn alle anderen nett dabei sind, aber so bildet sich das ganz gut ab. Der konsultative Einzelentscheid ist zum Beispiel sowas, wo wir gesagt haben, es gibt halt Situationen, da ist es super, super schwierig, weil es halt super, super viele Informationen gibt, die man irgendwie zusammentragen muss. Und dann neigen sozusagen eher eine Gruppe von Leuten dazu, dass man da lang und lang und lang und lang diskutiert. Und der konsultative Einzelentscheid ist zum Beispiel, dass wir uns einen rauspicken oder sozusagen, ne, wir wählen auch wieder eine Person, da braucht man dann auch wieder ein Entscheidungsfindungsverfahren, aber wir wählen eine Person, wo wir sagen, wir glauben, dass du die richtige Entscheidung treffen wirst und derjenige muss dann oder darf dann diese Entscheidung treffen, wir vertrauen aber drauf, deswegen konsultativ, dass der dann mit allen Leuten redet, die für diese Entscheidung wichtig sind, die geben wir diesem Entscheider dann teilweise auch vor. Also die Gruppe sagt dann, du musst aber mit dem reden, du musst mit dem reden, du musst mit dem reden. Aber wir vertrauen einfach darauf, dass diese Person schon den richtigen Weg geht. Das macht Dinge wahnsinnig effizient, weil diese Person guckt halt selber, wie bewerte ich das. Wir vertrauen darauf, dass der das schon gut macht. Und dann passt es meistens auch für die meisten. Weil aber das erfordert halt auch Vertrauen letztendlich in die Person. Ne? Also das ist zum Beispiel auch eine Entscheidungsmöglichkeit, die nur gut funktioniert, wenn du auch weißt, die Leute vertrauen sich untereinander letztendlich. Tatsächlich ist es so, dass wir auch viel natürlich reflektieren darüber, wie ticken wir eigentlich so als Firma und bei uns ist immer das Team ein sehr, sehr essentielles Element in allem und so sieht man jetzt auch hier den konsultativen Gruppenentscheid. Tatsächlich war es so, dass wir über IT Agile und andere konsultativen Einzelentscheid irgendwie kennengelernt haben und gedacht haben, für uns fühlt sich das einfach falsch an, eine Person zu bestimmen, sondern wir entscheiden Dinge gerne auch in Gruppen, auch gerne in kleinen Gruppen. Und das ist heute im Endeffekt das, was wir auch bei uns bei der Agile Org, die wir später noch vorstellen, machen werden, dass wir quasi im ersten Schritt klären, wer sind denn die Entscheider für einen organisatorischen Wandel oder für einen organisationsweiten Change und diese Gruppe ist dann sozusagen mit der Ermächtigung der Organisation unterwegs, sich entsprechend Feedback aus der Organisation über Change einzuholen und dann darauf basierend auch die Entscheidung letztendlich zu fällen.
Ihr dürft auch übrigens so, ne, Fragen stellen oder sonst was. Haben wir vorhin kurz erwähnt, ja, ist ja später Nachmittag, aber genau. Super wichtiges Element, natürlich ursprünglich gar nicht im Scrum Guide fest mit vorgesehen, aber heute nicht mehr wegzudenken. Ja, das Thema Retrospektiven natürlich haben wir vorhin auch schon kurz angestrichen. Nachdem wir das in diesem Pilotprojekt angefangen haben mit Scrum, ist tatsächlich ein Buchhaltungsteam bei uns auf uns zugekommen. Die haben gesagt, hey, wir haben irgendwie so Herausforderungen, weil wenn jemand in Urlaub geht oder so, dann weiß keiner Bescheid, was die anderen eigentlich so tun. Und da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen Kanban letztendlich als Grundlage dafür, dass ihr alle mal gegenseitig versteht, was ihr eigentlich so tut. Hier sieht man bei uns beim internen Services-Team jetzt auch so laminierte Zettel an Bord. Die haben sozusagen ganz viele wiederkehrende Aufgaben und so wird einfach viel Transparenz geschaffen darüber, was denn eigentlich alles so anfällt. Und man kann natürlich super, wie ihr das aus den Entwicklungsteams auch kennt, auch mal ein Pairing einfach im Alltag vereinbaren, dass man halt wirklich sagt, okay, lass uns mal gemeinsam eine Aufgabe machen, um letztendlich auch wieder den Wissenstransfer herzustellen und so auch die sozusagen Redundanz herzustellen, damit jemand auch entspannt in Urlaub gehen kann, weil man weiß, okay, es gibt immer andere Leute im Team, die gewisse Prozesse kennen. Ja? Also dass quasi immer nur Herr Schmidt oder Frau Meier gewisse Sachen machen kann, das kann man dadurch systematisch auflösen. Und da sind bei uns dann sogar interne Teams recht schnell dran gewesen. Und somit hatten wir auch mit Scrum und Kanban eigentlich so zwei Grundelemente. Und immer wenn ein Team dann zu uns kam und gesagt hat, hey, wir haben gerade die und die Herausforderung, haben wir halt geschaut, wie wir das mit diesen Hilfsmitteln letztendlich sozusagen einführen können. Tatsächlich waren wir so nach zweieinhalb Jahren soweit, dass nahezu alle Teams auf agile Vorgehensweisen umgestellt waren, ohne dass wir gepusht haben. Sondern es gab quasi so einen Agile Cop, der sich auch ausgebildet hat, also so eine Community of Practice. Und wir haben immer auf den Pull gewartet. Ja? Also wir haben quasi aus der Cop raus darauf gewartet, dass ein Team kam und gesagt hat, wir strugglen da gerade, könnten wir nicht vielleicht. Und haben dann immer darauf reagiert und die unterstützt. Und insofern war das bei uns wirklich so, dass der Change-Wunsch aus der Organisation raus eigentlich kam. Das hat diese Transition verhältnismäßig einfach gemacht. So, viel Spaß. Sehr gut. Dann erstmal die nächste. Was sind eigentlich unsere Werte? Wir haben letztendlich keine richtigen Führungskräfte, sondern was wir in unseren Teams haben, ist situative Führung. Da ist die Idee, dass sozusagen immer dann, wenn irgendwie sozusagen wichtig ist, dass jemand Führung übernimmt, dass sozusagen sich jemand diesen Hut aufsetzt und dann ein bisschen guckt, okay, was ist denn gerade wichtig, was muss jetzt gerade gemacht werden? Das ist oft meine Rolle als Scrum Master. Ich nehme in dem Sinne sozusagen, übernehme ich oft Führung, indem ich dann gucke in einem Entscheidungsprozess, was muss denn gerade entschieden werden? Wie wollt ihr das denn entscheiden? Was ist denn die beste Entscheidung? Also ich stelle sehr, sehr viele Fragen letztendlich. Und wie dieses Team sozusagen am Ende selbst zu dieser Entscheidung kommt, das regeln wir ganz stark über unsere Werte. Und ich meine, ihr kennt es, also jeder Laden hat irgendwie Werte und oft stehen die wirklich nur an der Wand und keiner redet drüber und keiner interessiert sich so dafür. Aber bei uns ist das sozusagen für jeden Mitarbeiter sehr wichtig oder wir versuchen das auch jedem Mitarbeiter nahe zu bringen. Das ist zum Beispiel Teil von unserem Onboarding-Prozess. Wir nehmen uns eine Stunde Zeit, mit jedem neuen Mitarbeiter über diese Werte auch mal zu reden und einfach mal zu fragen, was ist denn das für dich? Was heißt denn für dich Eigenverantwortung? Wie funktioniert denn für dich Offenheit? Ich sag dir mal, wie ich Leute hier kennengelernt habe, wie für die zum Beispiel Offenheit funktioniert, da so ein Austausch stattzufinden. Und es ist, also wir fragen oft in Entscheidungsfindungen zum Beispiel, cool, jetzt haben wir so eine Entscheidung getroffen, korreliert die jetzt eigentlich mit diesen Werten letztendlich? Ist diese Entscheidung, passt es? Ist das Fair Play letztendlich? Kommt da wirklich so die beste Entscheidung für den Kunden darum? Ist das jetzt wirklich in Verbindung mit anderen Teams die beste Entscheidung im Teamwork? Und das sind tatsächlich so unsere Guidelines, wie wir mit den Teams dann auch immer abklären, was für Art von Entscheidungen die treffen, in welche Richtung die sich weiterentwickeln. Und das ist uns tatsächlich sehr, sehr wichtig und wird auch immer wieder alltäglich auch wieder sozusagen in die Teams reingetragen, hauptsächlich von uns als Scrum Mastern, die halt eben genau diese Fragen stellen. Da ist eine Frage. Ja. Stichwort Onboarding, wie macht ihr das mit den ganzen anderen, sag ich mal, Methoden oder Verhaltensweisen, die ihr da so etabliert habt, wie dieses Konsensieren etc.? Ist es Teil des Onboardings oder wird es so on the job, irgendwann wird es mal praktiziert und dann gucken die Neuen so, huch, was passiert hier? Also wir haben da auch einen Wandel durchgemacht. Also
ganz am Anfang, als einfach noch weniger Leute da waren, das ist auch noch so ein bisschen vor meiner Zeit, da hat es noch ganz gut funktioniert. Wenn du 50 Leute bist und du stellst halt mal ein, zwei Leute ein, dann kannst du die in so ein Team setzen und die schwimmen dann schon einfach mit. Ne? Mittlerweile sind wir irgendwie 180 Leute, teilweise kommen in so einem Monat auch manchmal 5 Leute rein, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, die einfach so mitschwimmen zu lassen. Deswegen haben wir tatsächlich in den letzten 2 Jahren diesen Onboarding-Prozess also sehr intensiviert letztendlich. Was wir halt für jeden neuen Mitarbeiter haben, ist ein Buddy-System. Also wir nennen das unser Lotsensystem. Jeder Mitarbeiter bekommt in den ersten 6 Monaten einen Lotsen zur Verfügung, der nicht im Team ist und der auch quasi keine, also gibt es ja bei uns eh nicht, keine disziplinarische oder irgendwie Verantwortung letztendlich hat. Die Person ist nur dafür da, immer mal wieder das Gespräch mit dem zu suchen und zu sagen, geht's dir gut? Was brauchst du gerade? Passt es mit dem Team, dass die Leute jemanden auch außerhalb von den Leuten, die im Endeffekt ja schon am Ende über die Probezeit auch entscheiden, auch mal sprechen kann letztendlich. Der wirkt bei uns auch so ein bisschen wie als Dispatcher, sagen wir da auch intern. Also der guckt dann, was ist dann und richtet den dann an die entsprechenden Leuten. Und wir geben auch jedem von unseren neuen Mitarbeitern einen Flugplan an die Hand. Das heißt, wir haben wirklich, also wir haben so ein Häkchensystem, könnte man sagen, wo wirklich drinsteht, sprich mit Jan über unsere Werte. Lass dir von Paul den Aufbau von unserer Organisation erklären. Wie funktioniert Feedback bei uns? Also da stehen wirklich 50 Sachen letztendlich drauf. Da stehen auch so Sachen drauf, geh mit 5 Teams Mittagessen einfach mal. Lern mal die Leute kennen. Nimm dir einfach mal Zeit, jeden hier mal kennenzulernen tatsächlich, weil uns das halt auch sehr, sehr wichtig ist. Und da nehmen wir die Leute sehr stark an die Hand. Die Faustregel ist mittlerweile bei mir, habe ich gemerkt, wenn die Leute genervt sind, dass ich auf sie zukomme und frage, geht's dir gut, dann haben wir alles richtig gemacht, weil das heißt dann, dass die schon so oft danach gefragt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt wirklich noch irgendwo einen Schmerz haben, den sie noch nicht irgendwo geäußert haben, eigentlich relativ hoch ist. Ganz absichern kannst du dich nie letztendlich. Ja. Dieser Flugplan, der Name ist ja vielleicht schon ein bisschen ungewöhnlich auch, intergalaktischer Flugplan, ist so auch, dass die Termine, die man dann mit dem Lotsen hat, auch Sternchenzählen genannt werden, weil es tatsächlich so einen Gamification-Charakter hat. Das heißt, verschiedene Aktivitäten haben verschiedene Anzahl an Sternen und so wird auch quasi in Realtime getrackt, wie viele Sterne haben die Leute schon gesammelt. Und dieser Flugplan ist quasi auch im Intranet einsehbar. Das heißt, man kann da auch so ein bisschen sehen, ne, wie machen die Leute sich im Onboarding. Gut, nächste. Ja, Paul, das ist dann wieder deins. Okay, ne? Das ist meins, ja genau. Also wir hatten 2012, habe ich ja schon gesagt, so die Teams nach und nach umgestellt auf agile Vorgehensweisen und dann gab es so eine große Entwirrungsaktion, wo wir angefangen haben, wirklich nochmal unsere Kunden- und Teamzuordnungen komplett neu aufzustellen. Und nach und nach haben wir angefangen, immer mehr Entscheidungen auch in die Teams reinzugeben. Das heißt, Teams wurden sozusagen auch als Entscheidungs- und Ordnungselement sehr, sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig haben wir dann ab 2014 unsere Agile Org eingeführt, die wir gleich auch ein bisschen erläutern werden. Und damit war so die Relevanz von den vorherigen Rollen, sowas wie Bereichsleitern, so eigentlich nicht mehr gegeben. Ja, haben wir eben bei Bosch nochmal auch gehört, bei ETAS. Und so ähnlich war das für uns, dass diese Art der Organisation, diese Pyramidenorganisation nicht mehr zu dem gepasst hat, wie wir real gearbeitet haben. Das Problem, das wir auf einmal ein bisschen gesehen haben in verschiedenen Teams, war, dass sie so eine Art Orientierungsproblem hatten. Weil wenn du jetzt jemanden gefragt hättest damals, ja, wie seid ihr denn organisiert oder sonst wie, dann hätten die gesagt, naja, wir haben halt so Teams und die organisieren sich halt irgendwie selbst. Und zu der Zeit sind wir dann über das Pfirsich-Modell gestolpert, so wie das häufig so ist. Ja, wir hatten es gestern auch in der Culture-Session, hat der Jo auch gesagt, ja, wir finden einfach Dinge bei Konferenzen oder sonst was und probieren die dann auf uns aus und schauen halt, ob das zu uns passt oder nicht. Und genauso war das mit diesem Pfirsich-Modell. Das heißt, wir haben einfach mal geschaut, was haben wir denn eigentlich so an Teams? Das waren damals vielleicht 12 oder so, jetzt mittlerweile sind es 20 und haben die einfach mal in dieses Modell gepackt. Die Idee ist also, wir haben hier aus die Peripherie-Teams, das sind die direkt mit dem Markt, mit den Kunden hier interagieren. Und wir haben Zentrumsteams, die sozusagen den Kern des Pfirsichs darstellen und letztendlich Serviceleistungen für diese Peripherie-Teams darbieten. Und dementsprechend haben wir sozusagen unsere Teams mit eingeteilt. Und das ist eigentlich so, wenn man nachher fragt, wie ist denn so die Organisationsstruktur bei euch? Oder wenn ich diese Pfirsich-Sessions auch mache mit den neuen Kollegen zum Beispiel, ist das eigentlich das einzige Bild, das für uns unsere Organisationsstruktur in irgendeiner Form greifbar macht. Ihr könnt euch also vorstellen,
alle Entscheidungen, die innerhalb der Teams getroffen werden können, die werden auf der Teamebene getroffen. Da gibt es Product Owner oder in den internen Teams arbeiten wir dann mit Service Ownern, die quasi so die Service Level verantworten, wenn man so will, und Agile Coaches, die die Teams dabei unterstützen, sich selbst zu organisieren. Und genau, darüber hinaus, ich würde es immer so dazwischen, in den Zwischenräumen sehen, gibt es halt unsere Agile Org, die letztendlich die Koordinierung für teamübergreifende Entscheidungen trifft. Ja, also wenn man sagt, wie machen wir denn künftig unser Gehaltsmodell, dann ist es nun mal etwas, das die Entscheidungsgrenzen eines einzelnen Teams verlässt. Und insofern ist das sofort dadurch ein Thema, was bei uns in die Agile Org reinläuft. Genau, die Agile Org ist bei uns sozusagen das, wie wir Unternehmensentwicklung machen. Also ne, in anderen Läden funktioniert Unternehmensentwicklung teilweise so, da sitzen halt kluge Leute zusammen und unterhalten sich drüber, was wahrscheinlich der beste Weg für das Unternehmen wäre. Wir versuchen im Grunde alle großen Entscheidungen, die letztendlich über sozusagen die alle Leute, die bei uns arbeiten, betreffen, auch innerhalb, also quasi ähnlich zu so einem Scrum-Prozess auch da abzubilden. Was das ganz praktisch bedeutet, ist, jeder Mitarbeiter bei uns kann auch in so ein Board sozusagen einen Vorschlag einstellen letztendlich. Letzter Vorschlag war zum Beispiel, dass es irgendwie darum geht, die Mitarbeiterbeteiligung mal zu verändern, die Gewinnausschüttung letztendlich, die wir als Mitarbeiter bekommen. Das ist ein Thema, das kann jemand vorschlagen. Dann wird da ein Termin wirklich auch dafür angesetzt. Dann können alle Leute, die Interesse haben, an diesem Thema mitzuarbeiten, die eine Meinung dazu haben, kommen da zusammen. Und wir machen über Dynamic Facilitation, das ist so eine Methode, wo man einfach Ideen, Befürchtungen, Anregungen und so weiter einfach sammelt. Sammeln wir wirklich alles an Informationen, was geht. Dann wählen wir ein Story-Team. Das heißt, das ist quasi das Team, das sozusagen auch dafür verantwortlich ist, dieses Thema dann weiterzutreiben. Die bekommen dann oft auch mittlerweile aus diesem ursprünglichen Meeting sowas wie so ein Auftrag mit, naja, wo soll es denn hingehen, ne? Weil diese erste initiale Frage ist manchmal sehr, sehr offen, ne? Das wird ein bisschen zugeschustert letztendlich auch. Und dann ist sozusagen dieses Story-Team selbst dafür verantwortlich, diese Idee weiterzutragen. Und es ist deren Verantwortung, da dann eben mit den entsprechenden Leuten drüber zu reden. Das kann manchmal wirklich was sehr, sehr Großes sein, ne? Gewinnausschüttung, großes Thema, ist für alle Mitarbeiter interessant. Es sind aber manchmal auch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel, wir haben irgendwann mal Fahrkarten für die Mitarbeiter eingeführt, dass die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können. War auch sowas, was wir da durchgetragen haben. Und die Idee ist letztendlich, dass wir sozusagen einen Prozess haben, eine Struktur haben, wo jeder Mitarbeiter einen Verbesserungswunsch einbringen kann und sozusagen wir gemeinsam schauen, wollen wir das gemeinsam? Ist da Bedarf da? Und wenn ja, dann auch gemeinsam tatsächlich dann vorwärts treiben. Eine Sache, weil sich manche Leute das nicht so ganz vorstellen können, wie das funktioniert, sich fragen, ja, trauen die Leute sich da überhaupt Veränderungen zu treiben? Es ist so, dass ich weiß nicht, bis 2015 oder sowas, die Gehaltsentscheidungen zum Beispiel durch die Gesellschafter getroffen wurden am Ende. Sie haben eine jährliche Gehaltsrunde gemacht und am Ende haben die Gesellschafter entschieden, wie welche Veränderung ist. Es wurde dann eine Story eingebracht und dort eben war so der Tenor am Ende, ja, wir wollen endlich mal faire Gehälter sicherstellen. So, okay. Das sind so die Stories, wo dann richtig viele Mitarbeiter auch zusammenkommen. Das heißt, es gab ein großes Team, das dann da erstmal zum Kickoff gekommen ist und dann mitreden wollte. Naja, die Story hat sich dann so ein bisschen hingezogen über mehrere Leute und mehrere Wochen und auch mehrere Termine. Am Ende haben die Leute gesehen, es ist nicht so einfach, ein faires Gehalt zu bestimmen. Das ist echt sackschwierig. Und am Ende kommt man immer wieder zurück auf die Frage, was sind denn eigentlich unsere Werte? Ja, wie stehen wir denn dazu? Ist es so, dass jemand, der älter ist, mehr Geld bekommen sollte? Wie wichtig ist eigentlich ein Hochschulabschluss oder nicht? Ja? Wie wichtig ist, ob jemand eine Familie hat oder nicht? Ist es komplett Privatvergnügen, hat nichts mit der Arbeit zu tun? Ja? Oder zählt es damit rein? Das heißt, die Idee war eigentlich am Ende so eine Art Formel zu haben, wo man sagt, ich nehme jetzt mal alle Komponenten, die in faires Gehalt reingehören und dann ist schon gut, ne? Dann haben wir das gefunden und am Ende haben sie halt gesehen, okay, das lässt sich nicht so einfach definieren, das ist sackschwer, ein faires Gehalt zu finden. Also sind wir auf einen Punkt zurückgekommen, wenn man komplexe Entscheidungen zu treffen hat, dann ist es wichtiger zu schauen, wer diese Entscheidungen trifft, anstatt halt, wie die Entscheidung konkret getroffen wird. Und insofern sind wir dann dazu übergegangen, und es war dann der Vorschlag auch dieser Gruppe, der dann auch so zur Entscheidung gebracht wurde, dass wir einen Gehaltscheckerkreis wählen lassen von allen Mitarbeitern. Ja, das heißt, jeder Mitarbeiter kann bei uns einen Gehaltschecker, also zwei Leute benennen,
Und wir haben dann festgestellt, dass durch Mehrfachnennung letztendlich bei einem Kreis von damals 10 Leuten von jedem Mitarbeiter tatsächlich ein Vertreter quasi in diesem Gehaltscheckerkreis mit drin war. Und so sind wir quasi weg davon gegangen, dass die finale Entscheidung bei den Gesellschaftern liegt und haben das in einen Gehaltscheckerkreis getragen, der auch sich sozusagen weiterentwickelt, ja, wo Leute auch sagen können, ich bin das jetzt mal ein Jahr gewesen, aber ist nichts für mich gewesen, ich will nicht mehr, ja, und gleichzeitig aber auch neue Leute immer wieder mit reinkommen. Und insofern sind wir auch dort wieder von so einer festen Gruppe übergegangen zu einer dynamischen Gruppe letztendlich, die sich über die Zeit verändert. Kann. Wir müssen auch mit der Zeit gucken, ne? Das sollten wir auch gucken, ja. Genau. Ja, wenn ihr überlegt, ja, wie kann man denn Entscheidungen nach und nach vielleicht mehr in die Hand der Mitarbeiter geben, dann hat für uns hier das Delegation Board, Jürgen Aplow war ja heute Morgen auch da, ja, Delegation Board, so eines der Instrumente aus dem Management 3.0. Wir haben das dann für uns als Wer darf was Board benannt. Und dort halt einfach mal abgetragen, verschiedene Entscheidungen, ja, wie werden die eigentlich getroffen? Und da kann man letztendlich dann auch ganz schön über die Zeit hingehen und immer mehr Entscheidungen letztendlich zum Beispiel an die Teams und an die einzelnen Mitarbeiter delegieren. Das ist ein sehr schönes Instrument, wenn man in so einer Entscheidungsphase auch oder in so einer Transformationsphase ist und man sagt, okay, ich traue mich jetzt noch nicht direkt alles rauszugeben. Dann kann man vielleicht am Anfang auch noch so jemanden wie eine frühere Führungskraft, ja, so ein Bereichsleiter noch als Berater zum Beispiel auch mit reinnehmen und nach dann entsprechend mehr Entscheidungsbefugnisse quasi an die Leute mit rausgeben. Ja. Was machen wir noch, Johannes? Du willst uns schon rausschmeißen, ne? Ja. Vielleicht ein super wichtiger Punkt, den ich gerne nochmal mitgeben möchte, weil der immer wieder auch aufkommt und das haben wir auch gestern auch wieder gehört in der Kultur-Lounge. Das war die Frage, braucht es jetzt eigentlich bei euch keine Führung mehr? Und das ist eine Frage, die deutlich so zu beantworten ist. Es braucht immer noch Führung. Es braucht massiv viel Führung. Nur das Bild von Führung ist letztendlich ein komplett anderes. Das hat der Clemens ja vorhin auch schon angesprochen. Und uns hat hier einfach das Bild von Kai von Fournier, ist es, glaube ich, geholfen, sozusagen eine Differenzierung mal aufzuzeigen zwischen Management und Führung. Und was wir halt gesehen haben, das, was wir klassisch bei uns eigentlich in den Bereichsleiterrollen und in den entsprechenden Gruppenleiterrollen auch gesehen haben, war eigentlich wirklich so diese fachliche Kompetenz, die die ausgemacht haben. Und die haben fachlich halt unheimlich viel mitgebracht. Gesprochen. Und genau das ist das, wie wir Führung heute auch nicht sehen wollen, sondern sogar diese, was auch Richtung Micromanagement oder sowas reingeht, sondern am Ende wirklich auf die Führungsaufgaben auch stärker zu achten, letztendlich auch Werte vorzuleben, die in die Entscheidung mit einzubringen. Das ist die Rolle, die wir heute für uns als Gesellschafter zum Beispiel, als frühere Bereichsleiter, wie auch immer sehen. Und je größer die Organisation wird, Clemens sagte jetzt mittlerweile 180, ja, vor einem Jahr vielleicht noch eher 140, 150 Leute. Das heißt, wir wachsen weiter und je mehr wir wachsen, desto wichtiger wird es quasi, Leute zu haben, auch in den einzelnen Teams mit drin, die bei solchen Themen letztendlich für unsere Werte einstehen, die unsere Vision verstehen, die verstehen, wo wir herkommen und wo wir hinwollen und das in die Teams bringen. Insofern Führung ein ganz, ganz wichtiges Thema auf jeden Fall. Ja. So, der Clemens hat für euch noch ein Schlusswort vorbereitet. Und wir sind aber auch für Fragen immer noch da. Genau. Das Schlusswort wäre jetzt, wir haben jetzt über diese Agile Org erzählt, kurz über dieses Wer-darf-was-Wort. Da fragt man sich, was hat denn das jetzt eigentlich mit Führung letztendlich so teilweise auch zu tun? Und die Idee ist letztendlich, dass wir so sagen, wir machen Führung nicht an einzelnen Personen fest. Also bei uns gibt es jetzt keine Leute, die jetzt per se immer Führungscharakter oder die irgendwie Leadership-Charakter haben, sondern wir versuchen möglichst viele Strukturen und auch so Organisationen in der Organisation, Prozesse zu schaffen, die jedem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, selbst Führung zu übernehmen und auch Verantwortung zu übernehmen. Und also die Agile Org ist letztendlich das zentrale Ding, wo jeder Mitarbeiter Führung übernehmen muss. Also da kann theoretisch jemand aus dem Marketing, muss sich damit auseinandersetzen, also verdammt nochmal, wie funktioniert denn ein faires Gehaltsmodell? Und da die Leute mit in Verantwortung zu nehmen und die da Bock zu haben, die sich daran beteiligen zu wollen, das macht ganz viel letztendlich zum einen mit den Leuten, weil die sich da ausleben können, die können sich da einbringen, die können da neue Kompetenzen sammeln. Ne? Also zum Beispiel diese Sachen wie Kommunikation, Konfliktlösung, Integrität, das lernen die Leute da auch in genau diesem Prozess letztendlich. Und deswegen sind das alles Elemente von uns, die auch mit Führung zu tun haben. Gut, Entschuldigung. Frag die beiden gerne im Anschluss weiter aus oder alle mit den grünen T-Shirts, wie das so im tatsächlichen Leben ist. Wir sagen ganz herzlich danke für eure Session. Dankeschön. Den teilen wir uns jetzt, ja? Ja.
Nimm dir erstmal. Aber ein bisschen